Christian Jakobitz hat ein Hobby, für das er mitunter weit reisen muss. Er ist Windsurfer und wann immer es die Zeit erlaubt, packt er Surfboard und Segel ein und fährt dem Wind hinterher. Wenn der Wind abflaut, verstaut er die Ausrüstung einfach im Kleinbus und reist weiter. Das Auto ist für ihn Transporter und Quartier zugleich. Denn hier passen nicht nur Surfbrett, Zubehör und Kleidung bequem hinein. Einen höchst bequemen Schlafplatz gibt es auch. Das ist ein Campingbett zum Einbauen in Kleinbusse. Das habe ich extra entwickelt, damit ich nach einem anstrengenden Surftag bequem schlafen kann. Venable nennt der gelernte Industriemeister für Elektrotechnik seine Erfindung. Eine Metallkonstruktion, die nicht fest in den Innenraum eingebaut ist, sondern frei über den umgeklappten Rücksitzen steht. Wird das Bett nicht gebraucht, lässt es sich binnen 5 Minuten auf die Hälfte zurückbauen. Dann kann die erste Sitzreihe im Fond ganz normal benutzt werden. An der Hochschule Merseburg wurde aus den ersten Ideen des Erfinders eine ausgereifte Konstruktion. Christian Jakobitz hat hier selbst Betriebswirtschaft studiert und suchte jemanden, der das, was ihm vorschwebte, technisch umsetzen konnte. Rektor Jörg Körbs sorgte für den Kontakt zu den Studenten der Konstruktionstechnik. Er zog auch die Fäden zu Peter Kolbe, in dessen Firma die Herstellung des Betts jetzt läuft. Also in Richtung Weiß. Resultat der Entwicklungsarbeit: In diese Tragetasche passen sämtliche Metallteile für das Bett. Den Rahmen bilden leichte, aber stabile Aluminiumprofile. Die massiven Verbindungsstücke sind aus Edelstahl. Mit insgesamt nur 6 Inbusschrauben werden die Teile miteinander verbunden. Zum Bett gehört außerdem ein zusammenrollbarer Lattenrost und eine eigens angefertigte Kaltschaummatratze. Das Ergebnis taugt nicht nur fürs Auto. Also wie man sieht, das Bett steht frei und man kann es natürlich auch wunderbar als Gästebett benutzen, wenn mal Besuch kommt, oder eben als zusätzliches Reisebett aus dem Auto raus, wenn ich es da nicht mehr brauche, und in die Ferienwohnung mit rein, wie man möchte. Der Erfinder hat sich das Bett als Gebrauchsmuster schützen lassen. Kaum 10 Minuten sind nötig, um es im Kleinbus einzubauen. Es ist groß und stabil genug für 2. Zusätzlich sichern lässt sich der Rahmen mit handelsüblichen Gurten. Die Liegestatt gibt es maßgeschneidert für unterschiedliche Kleinbusmodelle. Wer die Anschaffung scheut, muss das Bett aber nicht gleich kaufen. Die zweite Möglichkeit, wenn man es eben mal nur für eine Woche oder 14 Tage haben möchte, dass man das einfach bei uns mietet. Christian Jakobitz hat mit seiner Erfindung den Wind im Rücken und er nutzt sie nach wie vor natürlich selbst. Er fährt auch in diesem Sommer mit dem Kleinbus dem Wind hinterher, diesmal an die französische Atlantikküste.